Was hier so putzig aussieht und jetzt blutig startet, ist Rogue Legacy, ein putziger kleiner Retro-Dungeon-Walk oder Dungeon-Run. Und Armin neben mir hat schon eine ganze Reihe von Charakteren darin verschrottet, sagen wir mal. Der hier lebt noch und wir gucken uns jetzt mal ein bisschen an, wie das so läuft. Klassiker, überall fallen, haufenweise Zeug zum Zerstören. Macht Spaß? Definitiv. Am Anfang ist es noch relativ schwer, beziehungsweise wenn man frisch in dem Spiel reinkommt, stirbt man eigentlich im Sekundentakt. Man wird von irgendeinem Gegner oder irgendeinem Gerät berührt und man ist dann praktisch tot. Da muss man sich eigentlich ein bisschen durchbeißen, aber je weiter man kommt, desto mehr macht es dann halt wirklich Spaß. Also wenn man, und vor allem, dass man halt im Sekundentakt stirbt, ist dann eigentlich auch so ein Gameplay-Element, weil man dann ja jedes Mal mit einem Nachfahren des ursprünglichen Charakters dann halt weiterspielt. Deswegen auch der Titel Rogue Legacy. Und es werden auch jedes Mal die Räume neu konfiguriert. Das heißt also, dieses Dungeon, durch das wir uns bewegen, wird jedes Mal zufallsbedingt wieder aus unterschiedlichen Bereichen zusammengestellt. Und dann dürfen wir uns wieder durch eine neue Kombination von Fallen und Gegnern und Hüpfrätseln kämpfen. Und du versuchst dir verzweifelt, dieses Bild zu fangen, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Beziehungsweise, ich dachte, ich muss es fangen, aber letztendlich habe ich dann gesehen, dass er ein Gegner ist. Ich bin dann auch gestorben durch das Bild. Also man weiß dann halt auch oft nicht, okay, im Zweifel alles zerstören dort. Okay, und ja. Oft springen, offensichtlich. Die ganze Zeit, genau. Und ich bin wieder mal gestorben. Ihr hat's ihn erledigt. Surly wurde getötet. Und jetzt sehen wir, wie das Ganze funktioniert. Surly hat das Zeitliche gesegnet. Und jetzt können wir unseren Erben auswählen und mit ihm wieder antreten. Genau. Das hier ist jetzt ein Nachfahre von Surly, der aber die Rüstung erben durfte. Genau, also die Rüstung darf man halt, übernimmt man dann jedes Mal. Wodurch dann halt auch so ein leichtes Rollenspielelement dann halt auch mit reinkommt, weil man kann dann halt auch verschiedene Rüstungen finden, upgraden und so weiter. Also irgendwann, wenn man dann halt auch genug Gold hat, kann man sich auch zum Paladin upgraden. Und ja, das Spiel macht halt, ich habe es jetzt halt knapp jetzt ein, zwei Stunden, glaube ich, gespielt oder eine Stunde. Und ich bin jetzt wirklich süchtig geworden. Ich freue mich schon, wenn ich dann zu Hause bin, dass ich das dann auch weiterspielen kann. Und hier seht ihr dann, wie oft ich gestorben bin mit den Nachfahren. Das sind deine ganzen Nachfahren von Surly. Genau. Und aktuell musst du dir jetzt raussuchen, wir haben das übrigens ein bisschen schneller gestellt, deswegen dudelt es so, weil sonst hätte es ziemlich lange gedauert, da durchzuscrollen. Ja. Da sah man auch deine kleine Burg, die mit einer Generation zu Generation wachsen kann. Genau. Am Anfang nimmt der Geist an mir immer ein bisschen Gold ab, aber naja, so als Strafe, dass ich dann halt gestorben bin, aber... Jetzt sehen wir auch noch eine Besonderheit, dass das Bildfeld nämlich teilweise matschig ist, liegt daran, dass einige der Nachfahren von Surly angeborene Schwierigkeiten haben. Und sie hier zum Beispiel ist kurzsichtig, deswegen kann sie nur alles, was nah um sie herum ist, klar sehen. Der hier ist offensichtlich farbenblind und genau, klein. Zwerg und farbenblind, doppelt benachteiligt vom Schicksal. Und so stirbt er. Genau. Das heißt, jede von diesen Figuren, man kann dann immer aus mehreren auswählen, die mit der nächsten Generation zur Verfügung stehen, hat dann sowohl halt spezielle Nachteile als auch einige Vorteile. Sie haben zum Beispiel unterschiedliche Zauber zur Verfügung genau, oder Attacken. Unterschiedliche Waffen, beziehungsweise ja diese extra Waffen. Bei dem hier ist jetzt, da kann man dann halt so eine doppelseitige Axt dann werfen. Ich hoffe, das mache ich jetzt gleich auch. Und oder nee, ich kann es gar nicht mehr. Man sieht dann ja, dass ich es halt schon alle Äxte dann verworfen habe. Und das ist einer meiner Favoriten, nämlich Leseschwäche, ja. Dyslexie. Und dann sind auch die Questtexte und dergleichen ein bisschen verwirrend. Wenn man sich konzentriert, kann man es noch verstehen. Muss man dann halt aus dem Kontext dann interpretieren, was man machen muss. Also ich muss auch sagen, das ist schon eine putzige Idee damit, dass irgendwie dieses Adelsgeschlecht so einige Probleme hat von Generation zu Generation. Aber es ist auch irgendwie schon ein bisschen fies. Ja, diskriminierend, möchte ich sagen. Ja, also, schon so ein bisschen. Nicht ganz politisch korrekt. Ich kann mir aber trotzdem ein kleines Grinsen teilweise nicht verkneifen, halt gerade bei so Gags wie mit der Dyslexie oder mit der Kurz- und Fernsichtigkeit, die es auch gibt. Genau. Also generell, wie ist dein angezockter Eindruck zu dem Spiel? Angezockter Eindruck, beißt euch durch. Also die ersten 20 Minuten, würde ich mal sagen, die ersten 20, 30 Minuten ist es halt wirklich so hohe Frustmomente, weil man halt wirklich im Sekundentakt stirbt, bis man dann halt erstmal merkt, dass das Sterben halt auch ein Teil des Gameplays ist. Man muss halt eigentlich oft sterben, dass man dann weiterkommt und so weiter. Und wenn man dann ein bisschen gespielt hat, macht es richtig, richtig Spaß. Und dann könnt ihr einige Generationen später auch vielleicht irgendwann mal an einen Grund dieses Dungeons kommen. Genau.